Schaffhauser Fernsehen, Flo gegen Flo, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast, der Stadtrat Peter Keppler. Der Schaffhauser Baureferent ist zurzeit unter Druck, wie sonst kaum ein Schaffhauser Exekutivpolitiker. Attraktivierung vom freien Platz durchs Volk abgelehnt, Parkleitsystem vom Volk abgelehnt, Projekt FCS Park sistiert, Bauprojekt an der Bachstrasse politisch blockiert. Und jetzt auch noch Beschuss aus der eigenen Reihe im Rahmen des Rheinbadi-Projekts. Peter Keppler, guten Abend. In der linken Schaffhauser AZ sind Sie angegriffen worden. Jetzt ist der Matthias Freivogel, Ihren Parteikollege, der gegen das Rheinbadi-Projekt schiesst. Hat die SP mit Ihnen gebrochen? Ja, ganz im Gegenteil. Die SP unterstützt mich sehr stark. Das hat sie eigentlich mit der Nomination im Januar gemacht, wo es darum gegangen ist, wer von der Stadtrat wieder antreten soll, wo Peter Neukomm und ich einstimmig nominiert worden sind. Andererseits aber auch bei der Parolenfassung zur Rheinbadi, wo die SP erdrückendes Ja-Parole rausgegeben hat für die Aufwertung von der Rheinbadi. Also von dort her gesehen spüre ich einen sehr starken Rückhalt in der Partei und in der Fraktion. Ich glaube, die Rheinbadi-Diskussion ist eine, die eher sachpolitisch ist und nicht parteipolitisch. Und dass eine Zeitung kritisch berichten muss, das ist gut. Ich denke, eine Zeitung, die nur eindimensional berichtet und nicht auch über die eigenen Leute kritisch Bericht erstattet, hätte keine Existenzberechtigung. Trotzdem, wenn wir ein bisschen aufs Baureferat schauen, hat man das Gefühl, dort knarzt es ein bisschen. Was läuft falsch im Schaffhauser Baureferat? Ich nahe vielleicht nicht, aber es läuft sehr viel. Ich glaube, Schaffhausen hat momentan eine extreme Hochkonjunkturphase. Wir spüren das natürlich im Bau zuerst. Wir sind selber dran, auch relativ viele Projekte zu entwickeln. Wir sind im Gesamt etwa gegen 100 Projekte, die wir gleichzeitig behandeln müssen. Wir tun im Jahr etwa 20 bis 30 Millionen verbauen für die Stadt Schaffhausen. Das ist eine relativ grosse Summe. Dazu kommen ein Haufen private Projekte, die wir begleiten, betreuen und auch bewilligen. Also momentan brummt bei uns wirklich der Bär, wie man so schön sagen kann. Und von dort her gesehen haben wir relativ eine grosse Arbeitsauslastung. Also eigentlich eine Überauslastung, wo wir jetzt auch probieren, diverse Prozesse zu optimieren. Das wissen meine Leute, aber ich kann versichern, dass alle sehr intensiv arbeiten und das Beste für die Stadt geben. Da glaube ich. Trotzdem, einige von Ihren Projekten sind gescheitert, andere sind blockiert. Ich habe es paar angetönt. Was machen Sie, damit Sie in Zukunft Ihre Leuchtturmprojekte besser durchbringen? Man muss natürlich auch sehen, dass ein Haufen Projekte von der Bevölkerung angenommen worden sind und umgesetzt worden sind. Es ist schon so, dass vor allem, wenn es um Gestaltungsprojekte geht, sie haben den freien Platz angeschnitten, dass natürlich da unterschiedliche Empfindungen rum sind bei der Bevölkerung. Wir versuchen nach so einem, wenn es in der Volksabstimmung gescheitert worden ist, probieren wir das Projekt dann zu erneuern. Es gibt immer Fingerzeige aus der Volksabstimmung. Zum Beispiel im freien Platz hat es klar geheißen, so wie die Bushäuser sind, gefällt uns nicht, planen etwas anderes, es darf nicht mehr so teuer sein. Das sind dann die Folgen, die man daraus nimmt. Es ist aber so, ein Projekt bis in die Volksabstimmung kommt, hat es auch schon immer einen langen Prozess hinter sich. Ich denke, es braucht Entwicklung, es geht ins Parlament und auch im Beschluss vom Parlament, sonst kommt es gar nicht in die Volksabstimmung. Also da steckt schon immer viel dahinter. Und ich glaube, die Lehre, die man dann daraus ziehen muss, ist, es gibt Projekte, wo man sagt, nein, jetzt ist fertig. Ich denke, das Parkleitsystem hat die Bevölkerung zweimal darüber abgestimmt, praktisch mit einem einstimmigen Parlament im Rücken. Und da muss man jetzt sagen, das nächste Projekt kann nicht mehr von der Stadt kommen, das müssen von Privaten kommen. Aber grundsätzliche Veränderungen in der Art, wie Sie arbeiten, haben Sie keine vor? Doch, ich glaube, es ist wichtig, aus jeder Niederlage auch die Lehre zu ziehen. Und da geht es von uns hauptsächlich darum, dass wir die Bevölkerung so viel als möglich probiert, früh einbeziehen in eine Geschichten erklären oder Projekte erklären, aber auch Bedenken zu ernst nehmen. Und das haben wir intensiviert. Wir haben unsere Kommunikation intensiviert. Und das ist natürlich ein Prozess, wo wir dran sind. Und aber auch immer wieder auf Feedbacks, die der Bevölkerung angewiesen sind. Denn wir arbeiten nicht für uns, sondern wir arbeiten für die Bevölkerung. Und darum sind wir auch sehr froh um Rückmeldungen, die wir bekommen. Und so die Abläufe verbessern. Wir haben uns auch gerade im Bereich der Stadtentwicklung gestärkt, dass wir da auch schneller sind und vor allem die privaten Projekte besser begleiten können. Das Baureferat ist kein einfaches Ressort. Überlegen Sie sich auch, falls Sie wiedergewählt würden, im Herbst das Ressort zu wechseln? Nein, sicher nicht. Also es ist natürlich ein sehr spannendes Ressort. Man ist am Puls der Leute. Und wie gesagt, wir haben die Aufgabe, die Stadt weiterzuentwickeln für die Leute. Und das ist echt das Baureferat die Schaltstelle. Und von dort her gesehen würde ich natürlich gerne das Baureferat behalten. Aber wenn man von Stadtrat kandidiert, dann kandidiert man natürlich für alle Ressorts. Das wird nachher vom Stadtrat festgelegt. Aber für mich ist da klar im Fokus, den Bau zu behalten können.
Sie haben gesagt, Sie kandidieren wieder. Es gibt noch mal einen linken Kandidat, der möchte rein, das ist Simon Stocker. Haben Sie Angst, dass Sie da unter Druck kommen, eventuell Ihren Sitz verlieren? Also, ich glaube, es sind vor allem Personenwahlen, Stadtratswahlen. Und da kommt es auch darauf an, wie die Leute einen empfinden oder auch finden, wie die Leistung ist. Und das ist von dort her gesehen, müssen wir jetzt schauen, wie die Auswahl ist. Es ist eine spannende Stadtratswahl, das ist sehr positiv. Und jetzt geht es auch darum, welche Person dann am Schluss Mehrheit findet bei der Stimmbevölkerung. Ich bin sicher nach wie vor hochmotiviert und werde mein Bestes geben, dass ich wieder gewählt werde. Ein aktuelles Thema, wir haben es gesagt, das ist die Reibahn. Die soll erweitert werden mit einer Sauna, mit Behandlungsräumen, mit Massagen. Über 35% der Badefläche soll umgenutzt werden für fast 1 Million Franken. Peter Kepler, da macht man doch ein Juwel aus alten Zeiten kaputt. Ich bin sehr froh, dass diese Woche die Abstimmungsbroschüre verteilt wird, sodass sich jeder Stimmbürger orientieren kann, was wirklich passiert in der Reibadi. Sie haben jetzt da ein paar so Schlagwörter gebracht, die von der Gegnerschaft gebracht werden. Aber wir wollen die Reibadi weder erweitern, noch wird sie zu Tod saniert, sondern sie wird mal grundsätzlich saniert. Das ist dringend notwendig. Jeder, der die Reibadi kennt, weiß, dass man Sanierung machen muss. Und das, was man macht, ist ein Sechstel von der Fläche. Man tut eins von diesen Kinderhägeln überdecken und macht dort erweitern, dass man Beiz hat, dass man mehr Möglichkeiten hat, um auch sitzen und vielleicht etwas trinken oder sich auch erholen. Das ist eigentlich das Wesentliche, was sich ändert. Es gibt einen zusätzlichen Eingang und man tut auch den ganzen Bereich, Kassenbereich und die sanitären Anlagen sanieren. Die Sauna, wo Sie sagen, und die Behandlungsräume, die bestehen heute schon. Die hat bereits jetzt, der jetzige Badmeister hat eingebaut. Die werden lediglich saniert. Also das ist nichts Neues, sondern man macht es einfach, man tut sanieren. Aber die bestehen heute schon und wirklich in einem sehr kleinen Umfang, wo das stattfindet. Es hat ja weitergehende Vorstoß von der SVP, der gesagt hat, wir machen eine ganzjährige Wellness-Oase daraus. Vielleicht kommt von dort her der Begriff Wellness-Oase. Aber da hat der Stadtrat wie das Parlament gesagt, nein, so weit wollen wir nicht gehen. Wir wollen eine einfache Sanierung machen und eine einfache Aufwertung, sodass schon mehr Leute in die Reibadi kommen. Ich denke, vor allem die jüngeren Menschen trifft man heute nicht mehr so viele in die Reibadi an. Aber wir wollen die Reibadi nicht kaputt machen. Aber etwas, was Sie machen gemäss dem Gegner, ist der Reibadi-Spitz, der eigentlich das heimeligste Örtli ist von der ganzen Reibadi, verbauen mit Lagerräumen. Machen Sie da nicht jetzt Nostalgie kaputt? Etwas, was uns auszeichnet in Schaffhausen, wo man sagen kann, das gibt es sonst nie. Ja, darum bin ich sehr froh, dass jetzt die Abstimmungsbroschüre kommt. Und dort sieht man klar, dass der Reibadi-Spitz nur saniert wird. Es gibt kein Lagerraum, der bleibt erhalten, wie er jetzt ist. Also der ganze Bereich Lager, den es braucht, wird im unteren Teil gemacht, dort, wo das Restaurant ist. Der Spitz wird lediglich saniert. Es hat vielleicht in der Vorlage des Parlaments eine Skizze gehabt, die unglücklich war, wo man fehlinterpretieren konnte. Aber auch wenn man dort selber anschaut, sieht man, dass wir dort nicht ein Lagerräum machen statt gerade oben, sondern dass wir dort sanieren. Sie haben es vorher gesagt, es sollte eine Güppli-Bar geben, eine Bar für die mehr Besseren. Ich habe ja gesagt, es gibt eine Güppli-Bar. Eine Bar. Wo es sicher auch Güppli wird geben. Und Ihnen als Sozialdemokrat, als Mann vom Volk, als ehemaliger Kondukteur, tut einem nicht im Herzen weh, dass man jetzt das kaputt macht zugunsten von etwas, wo dann die profitieren können, die ihr am meisten habt? Es ist unglaublich, wie viel das jetzt in die Vorlage interpretiert wird. Niemand von der Stadt hat gesagt, dass es eine Güppli-Bar gibt. Und ich denke, Beiz in Schaffhausen, am schönsten Ort, wo wir bieten können, Schaffhausen, eine gemütliche Beiz, wo man sein kann und nach dem Baden oder vielleicht am Abend eine Wurst essen und einen Salat, das ist jetzt keine Güppli-Bar. Also von dort her gesehen, gibt es einen schönen Ort von Schaffhausen, einen, wo Schaffhausen aufwertet, aber die negativen Assoziationen, die da schon gebildet worden sind, entsprechend reiner Fantasie. Natürlich wollen wir, dass Schaffhauser Wein ausgeschenkt wird, das gehört dazu, und es gibt auch Schaffhauser Schaumwein, aber jetzt da gerade ein Güppli-Bar daraus passt, ist sicher falsch. Es ist ein Ort für den ganzen Schaffhausen, für die Jungen und für die Alten, und etwas, wo man sanft reingeht. Also wir machen keine verrückten Investitionen drin. Da könnte man von ein bisschen Geld auch gar nicht machen. Mhm. Eingebracht worden ist die Idee von der Reibadi-Aufwertung von einem SVPler, von Daniel Preissig. Und jetzt ist es so, dass die SVP da dagegen ist. Was sagen Sie da dazu? Ist das nicht eine schallende Ohrfeige für die Arbeit vom Baureferat? Also eine schallende Ohrfeige ist es nicht. Wir haben aufgrund von dem Postulat von Daniel Preissig haben wir 4 Varianten geprüft. Die eine war seine Variante, ein ganzjähriger Betrieb, der massive Investitionen zur Folge hat und wirklich den Charakter der Reibadi verändert hat. Man hat andere Varianten geprüft. Aber eigentlich Geburtshelfer
von der heutigen Vorlage, ist das Mitwirkungsverfahren Riufer gewesen, wo man im 2008 gesagt hat, das Wichtigste, was wir zuerst machen, um den Riufer attraktivieren, um Schaffhausen mehr Möglichkeiten haben am Rhein, ist die Attraktivierung der Rheinbade. Und in den groben Zügen, die Idee, die bestanden haben, entspricht dem, was wir jetzt in den Abstimmungsvorlagen haben. Also da, das Mitwirkungsverfahren, das wirklich breit abgestützt war, ist eigentlich der Geburtshelfer gewesen. Dann hat man verschiedene Varianten studiert. Das Parlament hat die Varianten, die der Stadtrat gebracht hat, auch noch leicht modifiziert und die liegt jetzt zur Abstimmung vor. Also es gibt da verschiedene Väter, die dahinter sind. Und ich bin nach wie vor überzeugt, wir finden jetzt hier auf einem tiefen Level aber ein Level, das etwas bringt und Schaffhausen einen wunderbaren Balkon gibt am Rhein. Was passiert bei einer Ablehnung? Bei einer Ablehnung, wo man sich über Bücher, dann wird einfach nur die notwendige Sanierung gemacht, aber es wird aber keine zusätzliche Nutzung geben und man muss dann den Prozess neu aufholen. Das fände ich aber ausserordentlich schade, denn Schaffhausen hat keinen einzigen Ort, sonst, wo man so schön direkt am Rhein sitzen kann und auch ein bisschen das Leben geniessen kann und ein bisschen sich kann relaxen, wenn ich das Fremdort brauche. Vielleicht noch eine letzte Frage in Zukunft, Peter Käppler. Was ist Ihre Vision für die Stadt Schaffhausen als oberster Baumeister von Schaffhausen? Für mich ist wichtig, dass wir in Schaffhausen den Boom, der jetzt stattfindet, die gute Bahn lenken können, dass wir in einer guten Qualität neue Bebauung zulassen, aber dass wir alles dafür sorgen, dass die Hochlebensqualität, die wir in Schaffhausen haben können, beibehalten wird. Also, dass wir den Verkehr im Griff haben, dass wir unsere natürlichen Lebensräume können aufwerten und beibehalten können, bei dem als Begleitung. Das ist für mich das oberste Ziel. Vielen Dank, Peter Käppler. Der Peter Käppler, unser Baureferent in der Stadt Schaffhausen, er möchte Rheinbadi erweitern bzw. ausbauen, aufwerten und kämpft unter anderem gegen einige von seinen Parteikollegen. Sie entscheiden darüber am 17. Juni. Vielen Dank fürs Zuschauen. Flo gegen Flo, die nächste Woche wieder auf dem Sender.